Das vorliegende Diadem ist nicht nur aufgrund des verarbeiteten Materials, nämlich über 40 Karat Diamanten in einer sehr unterschiedlichen Schliff und Größe, besonders und bemerkenswert, sondern eigentlich auch, weil es aus einem ganz besonderen Besitz stammt. Der Provenienz nach stammt es von der Erzherzogin Marie-Valerie von Österreich, die dieses Diadem beim kaiserlich-königlichen Hofjuwelier Köchert in Auftrag gegeben hat. Es wurde der Tochter von Marie-Valerie, nämlich der Erzherzogin Hedwig, anlässlich der Hochzeit mit Graf Bernhard von Stolz-Stoltenberg 1918 geschenkt. Da dieses Diadem immer im Besitz der Familie geblieben ist, ist es ein Stück, das besonders für den Markt ist, weil es noch nie käuflich erwerben werden konnte. Das ganz Besondere an diesem Diadem ist, dass sich jedes einzelne Teil von der Karkasse abnehmen lässt und einzeln als Brosche, also insgesamt 7 Broschierungsteile, getragen werden kann.